Guten Abend, die Damen und Herren. Ich begrüße Sie und euch recht herzlich zu unserem Vortragsabend. Heute zu Gast ist Klaus Baumann von der Universität Stuttgart. Der wird sich heute theoretisch dem Thema Urbanität nähern. Viel Spaß. Zum ersten Mal in der Geschichte leben die meisten Menschen in Städten. Lebten Anfang des 19. Jahrhunderts noch etwa 97% der Menschen auf dem Land, so sind heute mehr als die Hälfte der Menschen Stadtbewohner und Stadtbewohnerinnen geworden. Diese Tendenz ist steigend. Die Vereinten Nationen schätzen, dass die 60%-Marke schon im Jahr 2020 überschritten wird. Und sie rechnen damit, dass Mitte des 21. Jahrhunderts 3/4 aller Menschen Städterinnen und Städter sind. Allein in China werden in den kommenden Jahren rund 350 Millionen Menschen in Städte abwandern, besser gesagt in Megacities, die teilweise noch gebaut werden müssen. Haben wir global betrachtet das urbane Jahrtausend betreten? Erhöht sich mit der Verstädterung zugleich auch der Grad an Urbanität? Oder bedeutet der Begriff Urbanität etwas anderes als der Verstädterung? Ich schlage in meinem Vortrag insbesondere auf der Grundlage von Adornos Überlegungen vor, zwischen Urbanität und Verstädterung zu differenzieren. Und ich versuche, gute Gründe für diese Unterscheidung anzugeben. Und entsprechend schlage ich dies auch für Provinzialität und Ruralität vor. Ruralität ist hierbei eine soziogeografische Bezeichnung des ländlichen Raums. Die Ausgangsthese meines Vortrags lautet wie folgt: Das geschichtliche Resultat der Arbeitsteilung zwischen Stadt und Land bestimmt maßgeblich die jeweiligen urbanen und provinziellen Lebensweisen. Die wechselseitig aufeinander bezogenen Vorurteile, Klischees und ideologischen Verklärungen eines urbanen und provinziellen Lebens sind zutiefst davon geprägt und sehr oft entladen sie sich gewaltförmig. Aufgrund dieser potenziellen Gewaltförmigkeit ist es kein Wunder, dass die ideologische Konfrontation von urbanen und provinziellen Lebensweisen in der Literatur oder in Filmen häufig als spannungsgeladenes ästhetisches Motiv aufgenommen wird, insbesondere im Genre des Backwood-Horrorfilms. Hierbei ist es eine Art Gesetzmäßigkeit, dass wenn sich Großstädter in den Weiten der Wildnis verlieren und insbesondere wenn sie auf Hinterwäldler treffen, dann blüht ihnen ein Ende mit Schrecken. Dieses Motiv findet sich beispielsweise in Ellie Greggs Tucker and Dale vs. Evil von 2010 persifliert wieder. Für unser Thema ist Greggs Film deshalb interessant, weil bei Tucker and Dale die erzählerische Perspektive zwischen zwei Gruppen hin und her wechselt. Die eine Gruppe steht vor Urbanismus, während Tucker and Dale für einen ausgeprägten Provinzialismus stehen. Ellie Greggs Persiflage eines Backwood-Horrorfilms kann also als eine Parabel für die wechselseitigen perspektivischen Missverständnisse von Urbanismus und Provinzialismus interpretiert werden. Um die Geschichte des Films kurz anzudeuten: Tucker und Dale, zwei einfältige Provinzler, machen sich mit besten Vorsätzen für ein entspanntes Wochenende auf den Weg in die Wildnis von West Virginia zu ihrer kürzlich erworbenen Ferienhütte. An einer Tankstelle auf dem Highway begegnen sie einer Gruppe von städtisch geprägten College Kids. An dieser Stelle setzt der Trailer des Films ein, den wir uns kurz anschauen können. Immer schön grinsen und lachen. Na Leute,
Geht ihr campen? Ihr seid im Land der Dorftrottel, Freunde. Oh mein Gott. Ich glaub nicht, dass ich mich in meinem eigenen Ferienhaus befinde. Wer hat das Zeug zu baden? Wenn ein College Girl halbnackt vor dir rumtänzelt, dann rufst du gefälligst nicht meinen Namen. Rein mit ihr! Wir haben eure Freundin! Allison! Verflucht, warum lassen wir weg? Das müsst ihr euch ansehen. Das ist nur eine Hütte. Deshalb müssen sie noch keine Massenmörder sein. Warum bin ich hier? Keine Angst, ich hab dich gerettet. Er muss allergisch gegen Wespenstiche sein. Er ist gerade wie von einer Tarantel gestochen. Laut um euer Leben! Wir haben ihn getötet, Mann. Und seine Leiche ist eine Botschaft für uns. Das ist keine Arbeit für das Mädchen wie dich. Ich komme von einem Bauernhof. Also anpacken oder Koffer packen. Er lässt sie ein ins Grab schaufeln. Hier geht es nur um eine Sache. Wir gegen diese Typen. Die kommen hierher und wollen sich irgendwo im Wald umbringen. Oh mein Gott, das ergibt wirklich einen Sinn. Selbst wenn man nur diesen Trailer kennt, erahnt man schon Folgendes. Die wechselseitigen Fehlinterpretationen der Handlungen der beiden Gruppen lenken die Ereignisse in eine fatale Richtung. In der Konsequenz sehen sich die beiden Gruppen wechselseitig als ultimative Bedrohung. Und das Aufeinanderprallen von städtischer und ländlicher Prägung entlädt sich in einem Gemetzel. Das im wirklichen Leben tendenziell problematische Verhältnis von Urbanität und Provinzialität, welches real oftmals Missverständnisse, Eitelkeiten und Kränkungen mit sich bringt, wird in Tucker and Dale vs. Evil metaphorisch und skurril zum Ausdruck gebracht. Wodurch die Spannungen zwischen Provinzialität und Urbanität zustande kommen und wie diese mit der globalen Tendenz der Verstädterung zusammenhängen, werde ich im Laufe des Vortrags unter Rückgriff auf die Theorien von Henri Lefebvre und Théodore Adorno nachgehen. Beide Autoren haben sich, abgesehen von ihrem marxistischen Hintergrund, eigentlich recht wenig zur Kenntnis genommen. Umso interessanter scheint mir eine Konfrontation ihrer Analysen und theoretischen Aussagen. Der Aufbau meines Vortrags gestaltet sich wie folgt. Zunächst beginne ich mit einer Problemdiagnose zur Verstädterung. Dann folgen in einem zweiten Schritt einige geschichtliche Aspekte zur Verstädterung im Zusammenhang mit der bürgerlich-kapitalistischen Produktionsweise. In einem dritten Schritt unterscheide ich Urbanität und Provinzialität von Urbanismus und Provinzialismus. Danach gehe ich auf Henri Lefebvre's Slogan Recht auf Stadt ein und konfrontiere seine Forderung mit Adornos Pflicht zur Entprovinzialisierung. Anstatt einer Zusammenfassung präsentiere ich zu guter Letzt eine hypothetische und vielleicht etwas provozierende Schlussbemerkung bezüglich der Pflicht zur Entprovinzialisierung, mit der wir dann zur Diskussion hinübergleiten können, oder beziehungsweise dann kommt ja noch die Pause und dann Marco, genau. Ich beginne nun mit der Problemdiagnose bezüglich der Verstädterung der Welt. Dieser weltweite Trend der Verstädterung lässt sich unter verschiedenartigen Gesichtspunkten betrachten. Betrachtet man zum Beispiel die wirtschaftliche Stärke, dann geraten bestimmte Stadtregionen wie etwa Tokio, New York, Paris oder London als wichtige geopolitische Akteure ins Zentrum. Diese großen Stadtagglomerationen erscheinen auf der Weltbühne inzwischen auch politisch als Giganten, da sie aufgrund ihrer Wirtschaftskraft viele Nationalstaaten längst schon hinter sich gelassen haben. Mit ihren 1100 Milliarden Dollar Bruttosozialprodukt liegen Tokio oder New York etwa auf dem Niveau von Nationalstaaten wie Kanada und Spanien. Paris und London stellen mit ihren knapp 500 Milliarden Dollar immerhin Länder wie Schweden oder gar die Schweiz in den Schatten. Lenkt man den Blick hingegen auf die Bevölkerungszahlen, dann erscheint ein gänzlich anderes Bild. 15 der 20 größten Stadtregionen der Welt
liegen nämlich in den sogenannten Entwicklungsländern und ein Drittel der Stadtbevölkerung lebt dort in slumartigen Verhältnissen, meist kontrolliert von mafiaartigen Clans, Banden und Rackets. In manchen dieser Megacities nimmt die Bevölkerung täglich um 1000 Menschen zu. Es ist nicht schwer zu prognostizieren, dass der sozialpolitische Druck auf Städte wie Shanghai, Sao Paulo, Mexico City, Kairo oder Jakarta in den kommenden Jahren ungeheuerlich steigen wird. Gerade mit Blick auf diese Megacities zeigt sich, dass in keinem anderen Zusammenhang die lebenserhaltenden Aspekte des alltäglichen Lebens sich so verdichtet darstellen wie im Kontext der Stadt. Man bedenke dabei die Infrastrukturen, die für die Versorgung und Entsorgung, Energie und Lebensmittel, Mobilität, Wasser und Nahrungsmittel notwendig sind, ganz zu schweigen von jenen, die für eine hohe Lebensqualität sorgen. Für die Entwicklung dieser Zustände ist selbstverständlich in erster Linie das weltweit operierende Kapital verantwortlich, das sich seine Verwertungsbedingungen mittlerweile selbst gestaltet und von dem gerade die Region, in der wir leben, maßgeblich profitieren. Dazu Näheres im nächsten Abschnitt. Auf der Grundlage der bisherigen Betrachtung zeigt sich aber schon, dass die Fragen nach einer künftigen Ausgestaltung unserer menschlichen Lebensgrundlagen weltweit immer drängender und die Antworten immer notwendiger werden. Gerade auch um humane, ökonomische, soziale, ökologische Probleme, insbesondere in den Megacities, bewältigen zu können. Die Entwicklung der Städte, also die Verstädterung der Welt, hat enorme Auswirkungen auf alle Lebensbereiche, somit auch auf die Entwicklung der ländlichen Regionen. Abgesehen von kurzen Phasen und regionalen Besonderheiten in der Geschichte, sind die ländlichen Regionen von der Entwicklung der Städte ganz und gar bestimmt. Insbesondere Henri Lefebvre hat darauf hingewiesen. Lefebvre hat herausgearbeitet, dass nicht nur das Kapital die moderne Stadtentwicklungen vorantreibt, sondern dass auch umgekehrt die städtischen Entwicklungen zunehmend die notwendige Grundlage der kapitalistischen Verwertung darstellen. Innerhalb dessen geraten die modernen Städte zu lokalen Zentren einer universellen Gesellschaftlichkeit. Damit sind auch enorme soziale Konflikte verbunden. Des Weiteren weist Lefebvre darauf hin, dass jegliche ländliche Produktion, wie etwa die Agrarproduktion und darüber hinaus auch jegliches ländliche Leben, zunehmend von der städtischen Entwicklung des Kapitals bestimmt ist. Einer seiner Schüler, der Situationist Guy Debord, beschreibt dies so, Zitat, das Kapital kann und muss die Totalität des gesellschaftlichen Raumes beständig als sein eigenes Bühnenbild umarbeiten. Verstädterung und der moderne Urbanismus sind damit ebenfalls das Bühnenbild des Kapitals, ein Bühnenbild, das sich gemäß der Verwertungslogik des Kapitals beständig verändert und revolutioniert. Lefebvre nennt diesen Prozess in seiner Gesamtheit städtische Revolution. Er unterscheidet dabei zwei Entwicklungsmomente. Erstens die Industrialisierung der landwirtschaftlichen Produktion und zweitens die vollständige Urbanisierung von allen Regionen. Bei der Transformation der ländlichen Gebiete bleiben mehr oder weniger große Inseln sogenannter Ruralität ausgespart, das heißt Weiler, Dörfer oder andere ländliche Orte oder Gebiete. Diese ruralen Gebiete, also diese ländlichen Gebiete, bleiben jedoch nicht in ihrer vermeintlichen Ursprünglichkeit erhalten. Vielmehr passen sie sich in irgendeiner Weise an die sie umgebende Verstädterung an oder sie drohen zu verfallen. Wenn sie verfallen, dann geschieht dies insbesondere darum, weil sie sich nicht an der kapitalistischen Produktion oder am Weltmarkt beteiligen oder beteiligen können. Man denke dabei beispielsweise an die ländlichen Regionen in Afghanistan oder Kolumbien, deren einzige Verbindung zum Weltmarkt der Anbau von Drogen und der Drogenhandel ist. Dies ruft dann wiederum organisiertes Bandentum hervor und staatliche oder internationale Maßnahmen, um diese zu bekämpfen.
Die Ausdehnung der städtischen Agglomeration bedeutet darüber hinaus eine Ausweitung urbaner Infrastruktur und die Entstehung entfernter urbaner Peripherien, wie beispielsweise Erholungs- und Touristengebiete, die eine rurale Folklore bieten. Sie bieten eine genau für den jeweiligen Tourismus zugeschnittene Exotik als Attraktionen an, sei dies wie auf den beiden unteren Fotos in Kenia oder in Bayern. Neben städtischer Infrastruktur wie Wasser- und Stromversorgung, Verkehrs- und Kommunikationsnetzen wird gewissermaßen ein urbaner Lebensstil und dessen Bedürfnisse in die ländlichen Gebiete importiert oder angeeignet. Ganze Regionen geraten praktisch zu Kolonien des städtischen Raums und des urbanen Lebens. Das zweite Moment der städtischen Revolution, das auf der erstbenannten Entwicklung aufbaut, ist Lefebvre zufolge die vollständige Urbanisierung der Gesellschaft. Diese entspringt einer doppelten Krise. Einerseits der Krise der Stadt und andererseits der eben erwähnten Krise der agrarisch-ruralen Gebiete. Die Krise der Stadt beschreibt Lefebvre mit drastischen Worten. Zitat: Die Stadt selbst ist durch ihr Wachstum explodiert. Mit der Metapher Explosion der Stadt deutet Lefebvre schon in den 1970er Jahren einen Prozess an, der eigentlich erst gegenwärtig so richtig sichtbar geworden ist: die Entstehung der anfangs erwähnten Megacities. Die meisten dieser Megacities verkörpern krasse Paradoxien. Eine gigantische gesellschaftliche Reichtumsentwicklung, von der nur einige wenige profitieren, ist gepaart mit brutaler Armut und dem massiven Elend eines Großteils der Bevölkerung. Viele der gigantischen Megacities sind gewissermaßen Arenen für rivalisierende gesellschaftliche Kräfte. Arme und überlastete soziale Dienste, strukturell profitorientierte und antisoziale städtebauliche Maßnahmen sowie immer wieder scheiternde staatliche Regulierungen lassen die Idee, Städte planmäßig und geordnet zu entwickeln, nahezu aussichtslos erscheinen. Auf der einen Seite lassen die Spannungen in den Städten das soziale Gewebe brüchig werden. Es ist also kein Wunder, dass sich dabei sogenannte Racket-Strukturen herausbilden, wie beispielsweise Mafias oder Banden. Zugleich wird die städtische Struktur vom weltweit kapitalistischen Akkumulationsregime permanent revolutioniert und hochtechnologisch transformiert. Es entwickelt sich dadurch unvorhersehbar. Die Dynamik der globalen Verstädterung prägt nicht nur das Leben in den Städten, sondern auch das der ländlichen Regionen, was bezüglich der Lebensverhältnisse zu wechselseitigen Ressentiments führt. Warum ist dies so? Hier hilft ein Blick auf die Geschichte der gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Karl Marx weist darauf hin, dass die gesellschaftliche Arbeitsteilung historisch schon sehr früh den Gegensatz von Stadt und Land befördert hat. Dieser Gegensatz hat sich verschärft, als das agrarische Wirtschaft immer größere Anbauflächen auf dem Land benötigte, während die notwendige Konzentration von Arbeitskräften und Arbeitsmitteln in den Städten erschritt für Manufaktur und frühes Industriegewerbe. Aus dem arbeitsteiligen Gegensatz von Stadt und Land entspringen auch gegenwärtig noch die verschiedenartigen Lebensweisen und Einstellungen ländlicher und städtischer Bevölkerung, die wir als provinzielle bzw. als urbane bezeichnen können. Adorno charakterisiert diesen Gegensatz sogar als ein historisches Wundmal der Gesellschaft. Ein Wundmal, das sich sowohl bei der ländlichen als auch bei der städtischen Bevölkerung auswirkt. Er schreibt dazu Folgendes: Der Zurückgebliebenheit der materiellen und geistigen Formen des Lebens auf dem Land entspricht die extreme Entfremdung, Verdinglichung, Verhärtung der städtischen Existenz. Auf beiden Seiten der Pole, Urbanität und Provinzialität, lassen sich somit problematische ideologische Ausformungen identifizieren. Materielle und geistige Zurückgebliebenheit auf der provinziellen Seite, Entfremdung, Verdinglichung und Verhärtung auf der urbanen Seite.
Diese ideologischen Ausformungen von Provinzialität und Urbanität möchte ich im Folgenden als Provinzialismus und Urbanismus bezeichnen. Also der Ismus bezeichnet dann die ideologische Seite daran. Insgesamt möchte ich somit drei begriffliche Ebenen voneinander unterscheiden. Erstens die Ebene der Stadt-Land-Entwicklungen. Zweitens die Ebene, auf der das Verhältnis von Urbanität und Provinzialität angesprochen ist. Und drittens deren ideologische Ausformungen unter den Titeln Urbanismus und Provinzialismus. Zwar stellen alle drei Gesichtspunkte ein und denselben gesellschaftlichen Zusammenhang dar, aber dennoch fungieren Urbanität und Provinzialität ein Stück weit unabhängig von der Örtlichkeit, Stadt und Land. Das heißt von der soziogeografischen Entwicklung. Ich werde im Folgenden dafür auch noch Beispiele nennen. Zunächst aber zur begrifflichen Unterscheidung der genannten Aspekte. Der kapitalistisch erzeugte Prozess der Stadt-Land-Entwicklung, auf den bin ich ja im ersten Teil meines Vortrags eingegangen. Hierbei ist im Wesentlichen von der soziogeografischen Entwicklung die Rede gewesen. Urbanität und Provinzialität möchte ich in Anlehnung an Adorno als Titelworte für Lebensweisen und Äußerungsformen verstanden haben wissen, mit denen insbesondere gesellschaftliche und individuelle Praxen, tätige wie sprachliche oder auch Resultate und Ereignisse dieser Tätigkeiten bezeichnet werden. Die Titelworte Urbanismus und Provinzialismus stehen dagegen für die ideologischen Ausformungen und den damit verbundenen projektiven Vorstellungen. Im Folgenden gehe ich auf diese ideologischen Formen näher ein, wobei ich diese zur verständigeren Sichtbarmachung etwas polemisch überspitzt darstellen werde. Die beiden Extreme Urbanismus und Provinzialismus spannen sich jeweils wiederum in zwei entgegengesetzte Pole auf. Dies ist zum einen der Pol, der die jeweils andere Lebensweise verachtet und der sich sogar zum Hass gegen die andere Lebensweise als die eigene steigern kann. Zum anderen ein Pol, in dem das jeweilig andere Leben verherrlicht wird, bei dem es idyllisch verklärt oder gar vergöttlicht wird. Zuerst zur linken Spalte, zum Urbanismus. Beim Urbanismus hat sich historisch auf der einen Seite die Tradition der Sichtweise einer stolzen, kulturell gebildeten Stadtbevölkerung herausgebildet, die mit aller arroganten Verachtung auf die vermeintlich tölpelhafte und ungebildete Landbevölkerung herabsieht. Dieser dem ländlichen Leben gegenüber despektierlichen Sichtweise steht auf der anderen Seite die sich vor allem in der Neuzeit herausgebildete Verklärung des ländlichen Lebens. Es finden sich hier Projektionen einer vermeintlich ländlichen Idylle, einer Reinheit und Echtheit des ländlichen Lebens. Ebenso wie die projektive Vorstellung von der Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit der Landbevölkerung. Nun zum Provinzialismus. Spiegelbildlich verschränkt finden sich bei der vom ländlichen Leben ausgehenden Perspektive das Ressentiment, spätestens seit der Entstehung der Handelsstädte, dass der Reichtum der Stadtbevölkerung sich aus einem angeblich arbeitsfreien Gelderwerb speisen würde, während das materielle Überleben der Städter doch überhaupt nur durch die harte Arbeit auf den Feldern sichergestellt sei. Mit diesem Ressentiment ist zugleich die Vorstellung vom städtischen Sittenverfall verbunden, wie etwa die Vorstellung von einer dekadenten Stadtbevölkerung, die nur dem Vergnügen nachjage und keine moralischen oder religiösen Werte mehr besitze. Trotz alledem finden sich beim ländlichen Blick auf die Stadt ebenfalls eine Verklärung, nämlich eine Glorifizierung des Urbanen. Nach wie vor ist das Versprechen von Urbanität bei großen Teilen der in ländlichen Regionen aufgewachsenen äußerst wirksam. Es speist sich aus den eingeschränkten Möglichkeiten einer individuellen Verwirklichung auf dem Land sowie der damit verbundenen Perspektivlosigkeit, das eigene Leben frei zu gestalten. Aufgrund des bürgerlichen urbanen Glücksversprechens
zieht es nach wie vor viele, die auf dem Land oder in den Provinzstädten aufgewachsen sind, in die großen Städte wie in Deutschland etwa nach Berlin oder nach Hamburg. Mit der Ideologie des Urbanismus ist oftmals sogar eine Reprovinzialisierung des Urbanen verbunden, ohne aber das Urbane selbst aufzulösen oder die Urbanisierung rückgängig machen zu können. Beispiele dafür sind Stadtpolitik und Lebensweisen der Bewohner und Bewohnerinnen, die den grundsätzlichen emanzipatorischen Potenzialen der Urbanisierung entgegenwirken. Die Region Stuttgart kann hierfür sicherlich als ein treffendes Beispiel gelten. Die Region Stuttgart, der ja auch Esslingen zugerechnet wird und in der 2,8 Millionen Menschen leben, ist in ökonomischer Hinsicht eine der entwicklungsdynamischsten Regionen Europas mit Beschäftigten aus nahezu allen Weltregionen, aus mehr als 180 Nationen. Und selbst wenn man die enge Verwaltungseinheit Stuttgart mit ihren 601.000 Einwohnern betrachtet, besitzt Stuttgart im Vergleich mit anderen deutschen Großstädten den prozentual zweithöchsten Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund, nämlich 37,1%, Stand 2013. Stuttgart liegt damit knapp hinter Frankfurt am Main, an zweiter Stelle im bundesweiten Vergleich und weist insofern einen viel höheren Anteil auf als beispielsweise Berlin, das nur einen Anteil von 25,5% Menschen mit Migrationshintergrund aufweist. Trotz derlei objektiv urbanen Voraussetzungen lassen sich Ausprägungen kosmopolitischer Entwicklungen im Stadtbild Stuttgart wenig auffinden oder nachweisen. Der provinzielle Charakter ist und bleibt auf absehbare Zeit äußerst dominant. Ein weiteres Beispiel für Reprovinzialisierung ist die sogenannte Verkiezung, also die Aneignung bzw. Transformation von Vierteln in einer Großstadt durch eine bestimmte soziale Gruppe, die ein Quartier gemäß ihren gemeinschaftlichen Vorstellungen zu ihrem Kiez umgestalten und diesen sozial wie ästhetisch dominieren. Das Herausbilden sogenannter Szeneviertel gehört beispielsweise dazu. Dies ist eine, wie ich finde, problematische Art von Vergemeinschaftung, die in gewisser Hinsicht analog einer Dorfgemeinschaft funktioniert, in der das schwäbische Motto wirkt: Reichschmeckte händ hier nichts zu suchen. Solcherlei Vergemeinschaftungen traten bei aller politischer Berechtigung einiger ihrer Anliegen beispielsweise in den 1980er bis 1990er Jahren auch in der Hausbesetzerszene der Hamburger Hafenstraße, in Berlin-Kreuzberg oder in der Mainzer Straße am Prenzlauer Berg zutage. Aktuell lässt sich eine solche Verkiezung im Leipziger Stadtteil Konnewitz beobachten. Sehr oft schlägt dabei die Verkiezung in eine Gentrifizierung um, gerade weil solche Szene-Stadtteile auch für soziale Gruppen mit hohem Einkommen attraktiv werden, woraufhin dann die Mietpreise steigen und die Häuser entsprechend edelsaniert werden, woraufhin Teile der ehemals Ansässigen vertrieben werden. Also Beispiel wäre hier Mainzer Straße 1990 und 2006. In diesem Zusammenhang lässt sich nun auf Henri Lefebvres bekannte Parole Recht auf Stadt zu sprechen kommen. Gegenwärtig ist Lefebvres Slogan vor allem auf der Grundlage der ungleichmäßigen Entwicklungen sowie der damit verbundenen Ungerechtigkeiten zu betrachten. Diese haben in den letzten Jahrzehnten weltweite Proteste hervorgerufen. Und es ist kein Zufall, dass sich diese Protestbewegungen mehr und mehr die Parole Recht auf Stadt zu eigen machen und dass das Anrecht auf Urbanität von ihnen als Forderung verbreitet wird. Gerade in politischer Hinsicht ist die Durchsetzung dieses Anrechts eine Notwendigkeit. Denn die Zentralität der Stadt als strategischer Ort politischer Auseinandersetzungen ist von enormer Bedeutung. Es ist kein Zufall, dass die herrschende Politik das Auseinandersetzungsfeld immer wieder in ländliche Gefilde abdrängen möchte. Denn diese sind besser kontrollierbar. Dies geschah zum Beispiel 2007 bei den Protesten gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm. Und auch aktuell wurde diese Politikstrategie beim letztjährigen Treffen der G7 in Elmau eingesetzt. Ein weiteres Beispiel für eine solche politische Kontrolle und Machtausübung ist, dass
letzten Herbst der Ankunftsort der Geflüchteten von München nach Freilassing, Neuhaus, Wegscheid und andere ländliche Orte verlegt wurde. Mit der programmatischen Parole Recht auf Stadt verbindet Lefebvre die Forderung eines Rechts, nicht marginalisiert zu werden, nicht aus dem urbanen Raum abgedrängt zu werden. Denn die Abdrängung aus dem urbanen Raum wirkt immer auch mit, Diskriminierung zu verstärken. Blieb Lefebvres Slogan Recht auf Stadt lange Zeit unbeachtet, so wurde er in den letzten Jahren von vielen Protestbewegungen weltweit aufgegriffen. Wohl wissend, dass das Recht auf Stadt kein gesatztes Recht ist, also keines, das juristisch etwa einklagbar wäre, sondern eines, das im Sinne eines Anrechts zu verstehen ist. Damit verbinden sich Aneignungspraktiken des öffentlichen Raums, wie etwa Hausbesetzungen oder Initiativen für die Schaffung von Räumen für alternative Kultur, wie beispielsweise das Projekt Contained, worüber Marco anschließend noch berichten wird. Kämpfe gegen städtische Großprojekte oder gegen Gentrifizierung gehören ebenfalls dazu. In Lefebvres Parole Recht auf Stadt sind zwei weitere Forderungen mit enthalten, nämlich erstens das Recht auf Differenz und zweitens das Recht auf Zentralität. Das Recht auf Differenz meint jedoch nicht das Flickwerk der urbanen, segregierten und in sich homogenisierend wirkenden Räume. Vielmehr zielt diese Forderung auf eine unhintergehbare Pluralität und Vielverschiedenheit ab. Man könnte auch sagen, es zielt auf das Recht ab, anders sein zu können, ohne dabei in Angst leben zu müssen. Eine Angst, die etwa daraus resultiert oder resultieren könnte, weil man beispielsweise erkennbar jüdisch oder homosexuell ist oder transsexuell oder eine dunklere Haut hat oder einer vermeintlich falschen Gruppe angehört. Der zweite Grundsatz, also das Recht auf Zentralität, richtet sich gegen Marginalisierungen. Es zielt auf eine unbeschränkte Teilhabe im urbanen und gesellschaftlichen Leben, auf Mitsprache und Mitgestaltung, auf Schaffung von Orten des öffentlichen Zusammentreffens, des Austausches, der sozialen Kommunikation und ja auch der politischen Auseinandersetzung, die durchaus konfliktartig und streitbar verlaufen kann. Des Weiteren zielt es auf die Gestaltung von selbstbestimmten Lebensrhythmen, also auf eine selbstbestimmte Verwendung von Zeit und ja, auch einer Verschwendung von Zeit. Es geht um die Aneignungsmöglichkeit der spezifisch urbanen Qualitäten, um den Zugang zu den Ressourcen moderner Urbanität. Insgesamt um die Möglichkeit, spielerisch experimentell alternative Lebensentwürfe auszuprobieren. Alles in allem zielt Lefebvres Recht auf Stadt auf die Möglichkeit einer vollen und ganzen Nutzung von Urbanität durch das allseitig gesellschaftliche Individuum, wie Karl Marx dies ausgedrückt hätte. Eine Urbanität, die die gesellschaftlichen Bedingungen dafür bereitstellt, dass die Individuen ihre Begierden frei entfalten und ihre individuellen Fähigkeiten frei entwickeln können. Also auch die Entwicklung von Genussfähigkeiten gehört dazu. Im Sinne der Möglichkeit einer solchen allseitigen Entwicklung des Individuums hat Urbanität also immer auch etwas mit Bildung zu tun, wie Adorno vor allem betont. Insofern wäre es meines Erachtens begrifflich korrekter, anstatt eines Rechts auf Stadt, von einem Recht auf Urbanität zu sprechen, das aufs Engste mit dem Recht auf Bildung verflochten ist. Diese Behauptung möchte ich im Folgenden unter Rückgriff auf Adorno plausibel machen. Schon Lefebvres Slogan Recht auf Stadt verweist also auf den Zusammenhang von Urbanität und Bildung. Bildung allerdings nicht im Sinne von Erziehung, sondern im Sinne einer emanzipatorischen Genuss- und Fähigkeitsentwicklung der gesellschaftlichen Individuen, insbesondere im Sinne einer Entwicklung zur Mündigkeit, wie Adorno sagen würde. Insofern gehören Bildung und Urbanität begrifflich zusammen. Adorno wiederum weist in diesem Zusammenhang erstens darauf hin, dass wem Emanzipation von der Provinz misslingt oder missglückt, der könne seine gesellschaftlich gegebenen Bildungsmöglichkeiten eben nur eingeschränkt ausschöpfen. Seine Entwicklung zur Mündigkeit werde behindert oder eventuell gar verunmöglicht.
Das klingt zunächst einmal hart gegenüber allen, die auf dem Land aufgewachsen sind. Ich selbst bin auf dem Land aufgewachsen. Allerdings besteht Adorno neben diesem Diktum zugleich darauf, dass weder irgendjemandem seine Herkunft vorzuwerfen sei, noch diese ihm oder ihr als ein Verdienst anzurechnen sei. Vielmehr geht es ihm im Zusammenhang mit Bildung um etwas, das er Pflicht zur Entprovinzialisierung nennt. Was heißt Entprovinzialisierung im Zusammenhang mit individueller Bildung? Zunächst ist Entprovinzialisierung so zu verstehen, dass im Prozess der Bildung mit Blick auf eine Entwicklung zur Mündigkeit sich die zurückgelassene Herkunft nachträglich stets als das Provinzielle erweist. Und zwar ist dies völlig unabhängig davon, ob man nun auf dem Land oder in der Stadt aufgewachsen ist. In diesem Sinne bezeichnet Provinz, wie Adorno beschreibt, das Produkt eines Hinter-sich-Lassens. Im Speziellen kann es zum Beispiel als das Resultat des Sich-Entfernens von der Region des Aufgewachsenenseins erweisen. Zwar steht das Leben auf dem Land üblicherweise paradigmatisch für Provinzialität. Adorno zufolge können sowohl die ländliche als auch die städtische Herkunft sich jeweils als Provinz erweisen. Und zwar genau dann, wenn die Entwicklung des Individuums davon bestimmt bleibt und sich der Bildungshorizont des Individuums nicht erweitern kann. Das heißt, wenn das Individuum nicht in einen von seiner Herkunft sich loslösenden, selbstbestimmten Bildungsvorgang eintritt, der ihm eine allseitige Entwicklung seiner Fähigkeiten und Genüsse ermöglicht oder gar in einen solchen eintreten kann. In den wenigsten Fällen ist das allerdings von den Individuen selbst verschuldet. In der Regel stehen die gesellschaftlichen Bedingungen einer solchen emanzipatorischen Entwicklung im Wege, zum Beispiel aufgrund der sozialen Schicht oder der Klassenzugehörigkeit des Individuums. Bezogen auf die individuelle Bildung steht Urbanität für die Beweglichkeit des Ausdrucks, wie Adorno schreibt. Urbanität verweist hierbei auf die Potenziale der gesellschaftlich urbanen Entwicklung, die zur individuellen Bildung notwendig sind. Provinzialität steht hingegen für eine Beharrungsweise. Allerdings, Beharrungsweise ist nicht per se zu verteufeln. Im Gegenteil, denn auch sie ist ein wichtiges Moment bezogen auf eine emanzipatorische Entwicklung. Denn eine pure Dynamik oder eine pure Urbanität ist nicht möglich. Des Weiteren weist Adorno stets darauf hin, dass eine übertriebene Dynamik, also ein Hasten ohne Rasten, das Tor zur Beliebigkeit öffnet, schlimmer noch. Sie verhindert kritische Reflexion und fördert Fremdbestimmung. Sie bedeutet somit das Gegenteil von Mündigkeit. Insofern ist ein provinzielles Moment, inmitten der urbanen Dynamik aufzuheben, also sublimatorisch zu bewahren. Urbanität und Provinzialität sind insofern Reflexionsbegriffe. Sie bedingen sich wechselseitig. Der eine ist nicht ohne den anderen zu haben. Insgesamt macht Adorno darauf aufmerksam, dass genauso wie zur Emanzipation untrennbar Bildung gehöre, so gehöre zur Bildung notwendigerweise auch Urbanität. Und so lässt sich mit der vorigen Überlegung ergänzen ein Stück weit auch Provinzialität. Bildung ist dabei ein reflexiver, sich entwickelnder Zusammenhang von Urbanität und Provinzialität. Die Beschränkungen von Bildung durch den Provinzialismus, also durch die ideologische Seite, wie auch durch die Entfremdung des Urbanismus, schränken gleichermaßen die Möglichkeit von Emanzipation ein. Diese Beschränkungen zu überwinden, lässt sich aber nicht von Seiten der Provinzialität leisten, sondern nur von Seiten der Dynamik der Urbanität. Ohne das in dieser Dynamik involvierte Moment der Provinzialität zu diskreditieren, kann Adorno darum also behaupten, dass zur Bildung Urbanität gehört und ihr geometrischer Ort die Sprache ist. Dass Sprache im Bildungszusammenhang unhintergehbar ist, das erklärt sich ja von selbst. Ich komme noch einmal gesondert auf das ideologische Phänomen des Provinzialismus zu sprechen. Ein Provinzialismus, den Bildung und Urbanität abgeht,
ist ein Nährboden für autoritäres Denken, für rechte Ideologeme und für Grausamkeiten jeglicher Art. Solche Ideologeme sind beispielsweise diejenigen von angeblichen Ursprungsgemeinschaften, von Blut und Boden etc. Diese sind sehr oft verbunden mit Vernichtungsfantasien gegenüber denjenigen, die nicht dazugehören und den daraus entspringenden mörderischen Konsequenzen. Provinzialistische Vergemeinschaftungsideologien haben insbesondere dann Konjunktur, wenn gesellschaftliche Praxisformen und ihre Institutionen in eine Krise geraten. Infolgedessen tritt sehr häufig die Gewalt organisierter Gemeinschaften an ihre Stelle. Bestimmte Cliquen oder Banden übernehmen dann vormalige gesellschaftliche Funktionen in anderer Form, was in der Regel mit einem Verlust von demokratischen, bürgerlichen Rechtsformen und sachlich gestalteter Regelung einhergeht. Um ihre Herrschaft zu legitimieren, kreieren solche Brackets oftmals einen vermeintlichen Traditionszusammenhang, auf den sie sich dann berufen, den es aber in der Regel nie in dieser Form gegeben hat. Seine Stiftung oder Erfindung dient letztlich nur zur autoritären Vergemeinschaftung. Jüngste Beispiele für all das sehen wir beim sogenannten Islamischen Staat. Aber auch mitten in Deutschland, wenn vom deutschen Volk oder von der christlich-abendländischen Tradition die Rede ist. Der Provinzialismus kettet die Einzelnen ideologisch an eine wie auch immer geartete Gemeinschaft, deren Funktionsgetriebe er oder sie zu erfüllen hat. Im Zweifelsfall wird er oder sie daraus brutal ausgesondert, wenn nicht gar vernichtet. Urbanität, bezogen auf individuelle Bildung, steht dagegen begrifflich für die Steigerung an Möglichkeiten, dafür, dass die Individuen ihre je besondere Individualität in freier Weise bilden, entfalten und entwickeln können, sodass sie zu vielgestaltigen gesellschaftlichen Persönlichkeitsensembles werden können. Damit sollte auch deutlich geworden sein, dass Adorno der Urbanität nicht nur eine zivilisatorische, sondern auch eine tragende emanzipatorische Rolle zuspricht. Unsere Entprovinzialisierung, die auf der Grundlage von Urbanität steht, ist Adorno zufolge also eine notwendige Voraussetzung für gesellschaftliche wie individuelle Emanzipation. Sie kann im Gelingensfall jenen grausamen und entmenschlichenden Vergemeinschaftungsideologien ein Stück weit entgegenwirken. Diese emanzipatorische Entprovinzialisierung ist, wie gesagt, ein Stück weit unabhängig davon zu sehen, ob man nun in der Stadt oder auf dem Land lebt. Wobei das Leben in der Stadt eben vielfältigere Bedingungen und somit Möglichkeiten dafür bietet. Diese müssen allerdings auch erst ergriffen werden. Denn man kann in den Städten durchaus provinziell verhalten, sich in seine Kiezes oder Ghettos zurückziehen, aber das wäre dann immerhin schon eine individuelle Wahl. Schlimmer jedoch ist es, eine solche Wahl überhaupt nicht zu haben, zum Beispiel aufgrund von Marginalisierungen. Wenn man zum Beispiel einer unterprivilegierten sozialen Schicht oder Klasse angehört oder aufgrund seiner Herkunft ausgegrenzt ist, dann hat man somit keinen Zugang zu den vielfältigen Möglichkeiten des städtischen Lebens. Obwohl die Gesellschaftlichkeit der bürgerlich-kapitalistischen Verhältnisse insgesamt wesentlich emanzipatorischer ist als alle vormaligen Vergesellschaftungsformen, wie zum Beispiel feudale oder sklavenhalterförmige, erlegt uns auch die bürgerliche Gesellschaft beständig Schranken bezüglich unserer individuellen Bildungsmöglichkeiten auf. Insofern verweist die Forderung einer individuellen Bildung im Sinne Adornos, also auch im Sinne von Mündigkeit, zugleich auf die Notwendigkeit einer Emanzipation der Gesellschaft, ihrer Emanzipation von der Warenform, von der Kapitalform und vom Privateigentum an den gesellschaftlichen Mitteln des Lebens. Damit komme ich zu meiner Schlussbemerkung. Die Feststellung, dass die bürgerlich-kapitalistische Vergesellschaftung die Möglichkeit unserer Fähigkeits- und Genussentwicklung sehr oft behindert oder teilweise verhindert, entbindet uns allerdings nicht von der Pflicht zur Entprovinzialisierung, von der Adorno spricht.
Neben der Kritik an gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Bornierungen besteht die Pflicht zur Entprovinzialisierung auch in der reflektierten Auseinandersetzung mit den Einflüssen, die unser eigenes, unser individuelles, gesellschaftlich geprägtes Persönlichkeitsensemble bestimmen. Dies kann von einer erinnernden Aufarbeitung unserer Kindheit und den mit ihr verbundenen, uns prägenden, bestimmenden Prägungen bis hin zur psychoanalytischen Anamnese unserer eigenen Beschädigungen reichen. Allerdings tritt in einer solchen Aufarbeitung in der Regel etwas Bedrohliches, ja Unheimliches zutage, wie Sigmund Freud festgestellt hat, der ja Adornos Denken zutiefst geprägt hat. Dieses Unheimliche ist aufs Engste verwoben mit dem uns höchst Vertrauten, mit dem, was uns Trost und Geborgenheit vermittelt hat, also mit dem, was man üblicherweise Heimat nennt. Vor allem in seinem Aufsatz über das Unheimliche hat Freud auf diese enge Verknüpfung von Heimat und dem Phänomen des Unheimlichen aufmerksam gemacht. Er charakterisiert dabei das Unheimliche als, Zitat, das heimliche Heimische, das eine Verdrängung erfahren hat und das aus dieser Verdrängung in anderer Form wiedergekehrt ist. Das Wiederkehrende reproduziert sich in diesem Prozess in der Regel nicht als identisch mit sich selbst. Es ist verschoben, entrückt, mithin verrückt, verhüllt oder verkehrt. Es tritt meist etwas Neuartiges an ihm hinzu. Dieses Neuartige kann auf uns schreckhaft wirken, zum einen, weil es unvertraut ist, zum anderen aber, weil es eben das transformiert wiedergekehrte Verdrängte ist, in dem zugleich Vertrautes nach wie vor vorhanden ist. Dieser Prozess hat damit zugleich ein bestimmtes überwundenes oder ein überwunden geglaubtes kindliches oder zumindest vormaliges Realitätsverständnis wiederbelebt, das sich unserer gewissermaßen bemächtigt. Um diese Erfahrung zu machen, braucht man sich allerdings nicht auf das Sofa eines Psychoanalytikers zu legen. Man kann den unheimlichen Schauder auch auf der Ebene der ästhetischen Rezeption erfahren, beispielsweise bei der Lektüre von Gruselgeschichten oder von Horrorfilmen. Freud selbst beschreibt diesen Vorgang anhand der Lektüre von E.T.A. Hoffmanns Erzählung Der Sandmann von 1817. Freuds Überlegungen lassen ebenfalls erahnen, warum die ländlichen Regionen auch das privilegierte Setting für viele Horrorfilme abgeben. Mit den Exzessen der widersprüchlichen Konstellation urbanistischer und provinzialistischer Lebensweisen oder auch mit unserer eigenen unaufgearbeiteten Provinzialität konfrontieren uns insbesondere eben diese Backwood-Horrorfilme wie die zu Beginn vorgestellte Horrorkomödie Tucker and Dale vs. Evil. Die Faszination am Unheimlichen, die in Slasher- und Backwood-Horrorfilmen bei uns Zuschauenden ausgelöst werden, lassen sich einerseits als sublimierte ästhetische Eindrücke eines unbestimmten Etwas deuten, das in der Realität unerträglich wäre und jegliche Vorstellungskraft übersteigen würde. Diese können beispielsweise die realen Gewaltexzesse sein, die oftmals der Konfrontation des Provinzialismus mit dem Urbanismus entspringen. Andererseits aber konfrontieren uns solche Filme immer auch mit unserer eigenen Provinzialität. Es kann uns Angst und Bange werden beim Versuch, den Hillbilly in uns zu entprovinzialisieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.